Ja, das Thema Haare, wie man schön sehen kann, hat es mir in diesem Video heute angetan und ich möchte dir einfach zeigen, wie du auf deine Haare gut schauen kannst, damit sie schön geschmeidig werden und damit sie vor allem wieder wachsen, wenn sie nicht mehr so wachsen. Das Thema stellt sich wohl eher erst, wenn man nicht mehr ganz so jung ist, glaubt man. Doch es gibt immer mehr junge Menschen, die mit sehr schütterem Haar durch die Gegend laufen. Also auch wenn du noch nicht ganz so alt bist, pass auf, was du für deine Haare tun kannst. Grundsätzlich kann man natürlich davon ausgehen, dass das Haar wichtige Nährstoffe wie jede andere Zelle in unserem Körper braucht und dass die richtige Ernährung für deinen Stoffwechseltyp extrem wichtig für gesundes und strapazierfähiges Haar ist. Um den Rahmen aber dieses Impulsvideos jetzt nicht zu sprengen, zeige ich dir einfach eine Möglichkeit, die du ausprobieren kannst, welche deine Haare wachsen lässt und wesentlich dichter und gesünder werden lässt. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu Minzöl, also genauer gesagt japanisches Heilpflanzenminzöl, das bekommst du in jedem Drogeriemarkt, sowie biologisches Olivenöl und wenn du möchtest auch noch ein Bio-Ei. Das wäre es aber dann schon, was du oder was wir an Mitteln benötigen. Ungesunde Haare entstehen ja in erster Linie durch eine ständige Übersäuerung und diese Übersäuerung dünnt das Haar irgendwann so extrem aus und führt eben dann auch zu Haarausfall. Auch ungesunde Fette, die wir auch immer wieder zu uns nehmen, wirken sich extrem negativ auf das Haar aus. Diese ungesunden Fette verstopfen nämlich die Haarfollikel und dann ist eben Pause mit der Nährstoffversorgung. Dass man sich so ernähren sollte, dass der Körper einen ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt hat, versteht sich grundsätzlich von selber. Doch kommen wir jetzt einfach mal ganz konkret zur Anwendung, die du für deine Haare machen kannst, damit sie schneller wachsen und vor allem gesünder sind und gesünder werden. Wir mischen entweder 2 Esslöffel Olivenöl oder auch Kürbiskernöl, natürlich kann man beide Öle mischen, mit 4 bis 8 Tropfen Minzöl, je nachdem wie du das Minzöl auf deiner Kopfhaut verträgst. Es gibt dann 2 Möglichkeiten, die du anwenden kannst, die so am praktischsten sind. Entweder du machst die Kur eine Woche lang täglich oder so mach's ich. Ich mache es wöchentlich einmal in der Woche und dafür 4, 5, 6 Wochen dann eben hintereinander. Du fängst einfach damit an, dass du das Ölgemisch nun schön langsam, richtig schön in deine Kopfhaut einmassierst. Es darf schon ruhig etwas kribbeln, das macht dann einfach auch das Minzöl aus. Und in weiterer Folge massierst du dann mit dem Ölgemisch deine Haarspitzen ein, aber nur die Haarspitzen. 1 bis 2 Stunden eindringen lassen und dann später gut auswaschen. Bei der ersten Variante machst du das, wie gesagt, jeden Tag eine Woche lang. Die zweite Variante wäre, so wie ich das eben mache, einmal wöchentlich. Ich mache natürlich das Gleiche, ich massiere mir die Kopfhaut ein, dann das Öl auf meine Haarspitzen. Ich lasse es aber dann die ganze Nacht drauf, sodass es richtig schön einziehen kann und wasche es mir dann am Morgen wieder aus. Ja, meine Lieben, das wäre es dann auch schon wieder. Lass deine Haare mit diesem Tipp wachsen und sprießen. Alles Liebe, genieß die Zeit weiterhin. Bis zum nächsten Video.